Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors weiter. Beim letzten Mal haben wir das dritte Ende in diesem Let's Play erreicht. Das Messerende, Knife Ending. Wir sagen einfach mal Messerende dazu. Und was da so alles passiert ist, das fasse ich, glaube ich, gleich nochmal so ein ganz klein wenig zusammen. Zu Beginn aber möchte ich festhalten, would you like to start the game? Yes. Zu Beginn möchte ich festhalten, dass wir das Spiel jetzt natürlich wieder von vorne starten. Das zum einen. Und zum anderen, dass wir viel zu tun haben, denn wir müssen uns jetzt durch zahlreiche Räume irgendwie klicken, die wir alle auf eine gewisse Art und Weise schon kennen, aber egal. Und Jumpy hat wieder Kopfschmerzen. Der arme Kerl, tut mir irgendwie leid, ja. Ist immer wieder derselbe Scheiß-Traum. Nein, mein Gott. Nein, das ist keine Traumgeschichte. Also bevor das jetzt irgendjemand deutet oder so. Nein, nein, nein. Da kann ich euch in der Hinsicht beruhigen. Also am Ende stellt sich nicht irgendwie heraus, ja, ich hatte gerade irgendwie einen Albtraum und so und der kam immer und immer wieder und solche Geschichten. Nein, nein. Das, was hier passiert, das passiert in der Spielwelt von 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors auch wirklich. Und das ist für unsere Protagonisten relativ doof, denn ab und zu gehen sie mal drauf und ich glaube, das macht relativ wenig Spaß, aber naja. So, jetzt klicken wir uns jedenfalls zu Beginn wieder durch die Räume und wollen eigentlich nicht den Schraubenzieher, aber jetzt, wo ich schon mal da bin, dann kann ich ihn auch gleich mitnehmen. Eigentlich wollte ich hier oben reingucken, in die komische Kanne, denn hier war ja der blaue Schlüssel drin, genau, so, blauer Schlüssel war wichtig und den roten Schlüssel brauchen wir, ja. Und den roten Schlüssel brauchen wir auch noch. Der war hier hinten in dem Schränkchen drin. So, genau. Ich werde jetzt nebenbei versuchen, die Räume mehr oder weniger flott zu lösen. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, damit das auch hoffentlich ganz gut klappt. Nebenbei versuche ich auch selber auf ein paar Dinge einfach zu achten, die sich jetzt verändern. Denn, ja, seien wir mal ehrlich, also wie gesagt, wir haben ja alle Räume bisher gesehen, alle Konstellationen, die so jetzt in dem Sinne auf eine gewisse Art und Weise möglich sind. Und es ist jetzt schon natürlich ein bisschen komisch, wenn man sich das so vor Augen führt, dass jetzt allein dadurch, dass wir ein paar Sachen leicht anders machen, dass sich dadurch jetzt eben auch ein paar Dinge in der Spielwelt verändern. Ich glaube aber, dass es überwiegend eigentlich recht gut erklärt ist und dass es eigentlich ein ziemlich gutes Indiz einfach dafür ist, dass, ja, durch die Entscheidungen, die wir als Spieler treffen, oder durch die Entscheidungen, die man kann das ja generell als Metapher dann sehen, ne? Durch die Entscheidungen, die man eben trifft, kann sich eben vieles auf eine gewisse Art und Weise verändern. Ich meine, das Konzept ist ja jetzt nicht so sonderlich neu. Ups, nein, der Code ist 0263. Das Konzept selber ist jetzt nicht so sonderlich neu, sondern wurde in zahlreichen Filmen oder Büchern oder was auch immer auf eine gewisse Art und Weise durchgekaut. Aber ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch was dran, ne? Einfach an der Tatsache, je nachdem, wie man sich verhält und je nachdem, was für Entscheidungen man trifft, kann sich das eigene Leben in die eine oder in die andere Richtung entwickeln. Und natürlich können auch solche Situationen, wie wir sie hier eben in 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors vorfinden, auch solche Situationen können so auf eine gewisse Art und Weise irgendwie beeinflusst werden. Ich glaube, das war jetzt falsch, was ich gemacht habe. Moment, war das nicht 6, 7 und 1? Ja, genau. Ding, ding! So. Ja, so. Offen. Ja, ja. Schalter gedrückt oder Hebel betätigt. Tür Nummer 5 geöffnet und jetzt können wir da durchmarschieren. Ja. Ich habe extra jetzt auch mit der Aufnahme zu dem hier ein bisschen gewartet, weil ich eure Kommentare von dem letzten Video eben ein bisschen abwarten wollte, sprich eben dem Ende von, oder dem dritten Ende. Ich wollte mir da erstmal ein paar Sachen von euch durchlesen, das allgemeine Feedback so ein bisschen abwarten und so, weil ich hatte mir da im Vorfeld schon ein bisschen, ich will nicht sagen, Sorgen gemacht oder so, aber innerlich bin ich auf eine gewisse Art und Weise fast ein bisschen stolz auf mich, so wie ich das Spiel in der Reihenfolge präsentiere. Weil ich glaube, die Reihenfolge, die ich hier zeige, die ist eigentlich recht gut, um das Spiel wirklich am besten genießen zu können. Ich führe mir einfach oder führt euch einfach mal vor Augen zum Beispiel, wie das gewesen wäre, wenn ich euch das eigentlich auch von vielen Fans des Spiels als schwächstes Ende
eingestuftes Ende. Sprich, wenn ich euch das Messerende als allererstes gezeigt hätte, stellt euch das einfach mal vor. Wäre ein bisschen, glaube ich, enttäuschender gewesen oder so. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da mehr irgendwie so mit dem, was sollte das jetzt eigentlich alles, Gefühl da gesessen hätten. Anders als dieses, Axtende, was dann schon ziemlich brutal und verstörend daherkommt, ist, glaube ich, allein aus dramaturgischen Gesichtspunkten her irgendwie die sinnvollere Wahl gewesen von meiner Seite aus. Ist jetzt aber natürlich so eine Sache. Wenn man das Spiel für sich selber genießt, man kann eben Glück haben bei so einer Visual Novel oder man kann auch verdammtes Pech haben mit den jeweiligen Enden. Ich habe auch von einigen Leuten in ein paar Foren gelesen, dass sie das Pech in Anführungszeichen hatten, dass sie gleich zu Beginn das richtige Ende erwischt haben. Was doof ist, denn wenn man das richtige Ende gleich zu Beginn erwischt, dann wird man feststellen, dass man das richtige Ende nicht erreichen kann. Jedenfalls nicht ohne ein bestimmtes anderes Ende vorher getriggert zu haben. Und genau dieses Ende versuchen wir jetzt übrigens auch zu erreichen. Ich könnte euch natürlich auch diesen Cliffhanger zeigen. Sprich, ich hätte jetzt die Möglichkeit, das richtige Ende mehr oder weniger zu erspielen. Und dann bis zu diesem Cliffhanger zu spielen und euch dann sozusagen, hahaha, aber wir haben noch nicht alles, deswegen müssen wir jetzt nochmal alles von vorne machen. Aber dann würde ich jetzt insgesamt 3 Durchgänge nochmal durch das Spiel starten und ich glaube, das erspare ich uns jetzt einfach mal. Sondern stattdessen machen wir jetzt eben einfach nur noch 2 Durchgänge. In dem zweiten Durchgang erspielen wir dann eben quasi gesehen die beiden noch fehlenden Enden. Einmal das Cliffhanger-Ende und einmal eben das richtige Ende, wo man dann eben schlussendlich die Quintessenz von dem ganzen Spiel erreicht und wo man dann am Ende hinterher dann eben da sitzt und sich so denkt, wow, ist das Spiel geil. Das ist zumindest so der Punkt, den wir alle hoffentlich erreichen werden. Und ich bin selber auch schon wieder sehr gespannt darauf, wenn ich das Ganze erreichen werde. So, für den Moment, der 9. Mann. Selbes Problem wie immer. Die Bombe ist ganz eindeutig hochgegangen. Und da hatte jemand da drin ganz offenkundig ein extrem großes Problem. Gut, die Leute bratschlagen sich hier. Was war noch? Ihr habt euch... Also für den ersten Moment hatte ich so das Gefühl, dass ihr euch so ein bisschen drauf eingeschossen habt, dass Ace ziemlich viel Dreck am Stecken hat. Wobei das auch unterschiedlich ist. Also nicht alle von euch sind mit der Lösung so hundertprozentig glücklich. Wobei es zugegebenermaßen nach den bisherigen 3 Enden vielleicht sogar Sinn ergibt, dass irgendwas mit Ace nicht ganz stimmt oder nicht ganz koscher ist. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir doch relativ... Also bei Ace muss man ein bisschen mehr suchen im Spiel, um ein paar Dinge über ihn zu erfahren. Ich bin auch sehr froh, dass euch eine bestimmte Sache bei Ace noch überhaupt nicht aufgefallen ist. Die ist mir damals aber auch nicht aufgefallen, sondern das war mir dann erst bewusst, als wir das richtige Ende erreicht haben. Finde ich sehr schön, ja, das heißt zumindest für mich, dass ich damals nicht wie absolut blind durch die Gegend gelaufen bin, sondern das heißt einfach nur, dass es ziemlich, ja, schlau von den Entwicklern mehr oder weniger versteckt wurde, beziehungsweise dass es so eine Sache ist, auf die man überhaupt nicht kommt. Nein, man kommt nicht drauf, außer man hat sowas irgendwo schon mal gehört oder so, aber naja. Trotzdem, ich bin schon gespannt drauf, wie ihr dann reagieren werdet. Aber vermutlich werden die meisten von euch auch irgendwie sagen, hätte einem doch irgendwie auffallen können oder so. Ob man dann hinterher damit glücklich ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir müssen jetzt einfach mal, beziehungsweise ich nehme das Spiel an der Stelle dann auch tatsächlich für bare Münze. Deswegen war ich mit dieser Begründung oder beziehungsweise mit dem, was sich hinter Ace verbirgt, dann doch irgendwie, oder dem Geheimnis oder dem, ja, ich sag einfach mal Geheimnis dazu, dem, was Ace da mit sich herumschleppt, ich war damit dann eigentlich zufrieden. So, wo wollen wir jetzt durchgehen? Wir wollen, um das Ende zu erreichen, welches ich erreichen will, durch Tür Nummer 5 nochmal gehen. Das heißt nochmal durchs Casino und so weiter und so fort. Bekommen wir hin. Kommt ja jetzt, wie gesagt, auf die Reihenfolge der Räume an. Wo waren wir denn? Immer wenn wir durch Tür Nummer 5 gegangen waren, waren wir danach durch Tür Nummer 3 gegangen, klar.
Tür Nummer 3 führt zum U-Boot-Ende. Führt übrigens immer zum U-Boot-Ende, also man kann danach nichts anderes mehr beeinflussen. Und, was noch? Genau, als wir durch Tür Nummer 5 gegangen waren, waren wir, glaube ich, als nächstes noch mit, durch Tür Nummer 7 waren wir gegangen im letzten Durchgang, ne? Um das Messerende zu erreichen. Ja, wo Clover am Ende so ein bisschen in sich gekehrt war. Und wo sie so damit gerechnet hat, dass der Mörder von Snake es als nächstes auf sie abgesehen hätte. Und danach war sie ja verschwunden, nachdem sie mit Seven und Lotus unterwegs war. Aber genau das wollen wir jetzt so ein ganz klein bisschen umgehen. So ein ganz kleines bisschen zumindest. Gut, Raum. Ich muss mich jetzt erstmal wieder umgucken. Wir müssen die Notenplatten suchen, genau. So hat das Ganze funktioniert. In dem Raum, naja, gut, da hatten wir ja mehr von Snake erfahren. Es ist wirklich so, oder? Von Ace haben wir von allen Charakteren und von Santa vielleicht am wenigsten erfahren. Dupdi-dupdi-dup, hier können wir die Holzplatte mitnehmen. Oder? Naja, von Lotus wissen wir, dass ihre Kinder irgendwie in dieses Experiment von vor ein paar Jahren involviert waren. Von Seven wissen wir, dass er die ganze Sache damals untersucht hat. Vom neunten Mann wissen wir eigentlich absolut gar nichts, bis auf die Tatsache, dass er sehr schnell und sehr gerne drauf geht. Wofür er jetzt in dem Moment eigentlich nicht so sonderlich schrecklich viel kann, aber na gut, was soll's. Von Junpei wissen wir eigentlich nur, na gut, okay, ja, Protagonist halt, ne? Er wurde verschleppt, er hat keine Ahnung, warum er hier ist, was der ganze Kram überhaupt soll und er muss die ganzen Geheimnisse hier eben lösen, weil ansonsten keiner so richtig mit diesen Rätseln anscheinend zurechtkommt, außer wir sind zufälligerweise mal nicht mit ihnen unterwegs. Dann können sie die ganzen Rätsel natürlich ohne Probleme lösen und jetzt habe ich, glaube ich, gerade Mist gebaut, weil ich mein Fenster hier verschoben habe. Ups. So. Das hat mir jetzt leid getan. Habt ihr, glaube ich, kurzzeitig gesehen, wie das Bild so ein bisschen verschoben ist. Und dann müsst ihr im Hintergrund kurz den Emulator gesehen haben. Aber das war ja wirklich nur kleine Zentimeter, die das jetzt, also, ne? Konnte man wohl irgendwie leben. Ich glaube, dieser Toilettenraum ist der so ziemlich unnützeste im ganzen Spiel. Weil dort mal absolut gar nichts zu finden ist. So. Es hat Plush gemacht. Es hat Push gemacht. Es hat Luft gemacht. Seven erinnert sich. Über June wissen wir eigentlich nur, dass sie eine alte Klassenkameradin von uns ist. Aber warum wir sie ausgerechnet hier wieder treffen, kein Schimmer. Laune des Schicksals oder irgendwie sowas in der Art. Ich meine, das ist ein seltsamer Zufall, das zugegebenermaßen schon. So, wie hat das hier nochmal funktioniert? Aha. Nein. Dab. 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 Nap. 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 Okay. Musikrätsel sind immer so eine Sache. Da muss man immer gut zuhören. Von Snake und Clover wissen wir, dass sie Geschwister sind? Und dass Snake offenbar ziemlich viel auf den Kasten hat? Und dass Clover ziemlich emotional reagiert, wenn irgendwas mit ihrem Bruder passiert? Was auf eine gewisse Art und Weise verständlich ist, aber na gut, was soll's. Wir merken uns an der Stelle übrigens nochmal, dass Seven hier die Tür offen gelassen hat zu dem Raum. Sprich, dass wir zurückkehren können zu Raum Nummer 5. Und jetzt geht es an uns eben nochmal durch das Casino zu wursteln. Habe jetzt noch irgendjemand vergessen? Ace, Snake, Santa, Clover, Jumpy, June, Seven, Lotus, neunter Mann. Nö, eigentlich bin ich jetzt alle durchgegangen. Alles sehr mysteriös. Aber ich kann euch versichern, dass sich tatsächlich noch alles aufklären wird. Und es wird sehr, ja,
Es wird in jedem Fall zum Schluss noch sehr, sehr, sehr viel Text geben. Und ich bin echt auf eure Reaktion gespannt. Also wie ihr das ganze Ende dann so aufnehmen werdet. Ups, ups. Aha. So, die drei Symbole merken wir uns wieder für die Slot Machine. Das Beutelchen nehmen wir auch mit für die Slot Machine. So, ich möchte bitte ein bisschen spielen, dankeschön. Und zwar möchte ich einmal... Spin Roulette. Okay, genau. Zack, zack, zack. So möchte ich das haben. Genau. Ding, 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 der Jackpot. So, wir machen die Schublade auf. Wir bekommen einen wunderschönen Venus-Schlüssel und eine wunderschöne Karte. Okay, wohin gehen wir jetzt? Ich glaube, können wir direkt wieder hier hingehen. Können wir diese Karte einsammeln. Und dann können wir uns jetzt mit dem Baccarat-Tisch ein bisschen unterhalten und das kleine Spielchen hier spielen. Noch irgendwas, was euch aufgefallen war? Ich musste jetzt auch gerade so ein ganz klein bisschen überlegen. Im Endeffekt, ihr wollt jetzt, glaube ich, auch einfach nur noch wissen, ne? Wie das hier so... waren das die kleineren, die ich reinlegen musste? Ich habe jetzt offen gesagt, keine Ahnung mehr. 2, 3, 4? Ja, tatsächlich. Gut. Dann bekommen wir jetzt diese Karte. Und können hier bitte auch wieder zurückgehen. So. Genau. Lock. Here's a card. Welche Karte waren das? Genau, die Karte war es, die wir reintun mussten. Dupdi-dupdi-dup. Und jetzt haben wir hier noch drei Kartenslots für drei verbliebene Karten. Und dann haben wir auch das Casino schon wieder gelöst. Es geht wirklich fix hier. Trotzdem muss man sich erstmal wieder durchspielen und durchwurscheln. Dup, 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 dup. Nach dem Messerende war es bei mir übrigens, aber das glaube ich, hatte ich schon mal erzählt, ne? Dass ich dann mit einer spoilerfreien Komplettlösung gearbeitet hatte. Nur um den Weg zu wissen, welches Ende ich dann tatsächlich als nächstes mehr spielen sollte. Und ich hatte es damals auch so gemacht, dass ich mir zuerst den Cliffhanger angeguckt hatte und mir erst dann dieses Ende, worauf wir jetzt eben hinspielen, erspielt habe. Weil ich so gedacht habe, na gut, okay, Cliffhanger hin oder her, aber vielleicht ist ja doch irgendwie nochmal was anderes oder so. Aber da ist nichts anderes. Also wir verpassen keine Textbox oder irgendwie sowas in der Art. Es ist wirklich nur so, dass ich uns eine mehr oder weniger frustrierende Sache an der Stelle einfach erspare. Wenn ich jetzt eben das nächste Ende so erreiche. Gut, okay, wir sind wieder in der Krankenstation angekommen. Die Reds sind weiterhin kaputt. Oder wieder mal kaputt. Oder wie auch immer wir dazu es dazu nennen wollen. Das dazu sagen wollen. Was auch immer. Wir treffen wieder die anderen Personen. Die natürlich frohen Mutes sind, dass sie uns begegnen. Wir sind an der Stelle auch immer noch 8 Personen. Ach ja, eine Sache, die mir so aufgefallen ist, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Oder beziehungsweise ist, ich glaube, eine oder zwei Personen haben es beim letzten Video bemerkt. Dafür, dass im sechsten Kapitel, im Raum Nummer 6, so ein kleines Aufhebens um den goldenen Revolver gemacht wurde. Erstaunlicherweise hat der ja absolut nichts mehr zu sagen gehabt, ne? Ging da ja um nichts mehr. Sprich, der goldene Revolver, der hat absolut... Ob ihn jetzt jemand mitgenommen hat oder nicht? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wir wurden eindeutig gemessert und nicht erschossen. Übrigens auch interessant, dass im goldenen Revolver 6 Kugeln drin waren. Ich habe auch so ein bisschen überlegt. Back to the large hospital room. Ja, genau. Also wir brauchen jetzt nicht mit den Personen reden. Wir haben die Gespräche auch alle durchgehabt mit den Leuten. Ihr wisst noch, worum es ging. Clover wollte nicht mit uns reden. Lotus wollte uns ein Angebot machen, sich mit ihr zu verbünden, um schneller rauszukommen. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir auch so ein bisschen gemerkt, dass Lotus dieses Angebot eigentlich nur gemacht hat, weil sie unheimliche Panik einfach hatte. Das wurde insbesondere im U-Boot-Ende eigentlich deutlich, wo sie uns den Schlüssel... einfach weggeschnappt hat. Sie wollte einfach nur noch weg, nachdem diese Morde passiert waren. Also, man kann ihr da nicht wirklich einen Vorwurf machen, finde ich persönlich. Und Santa... Worum ging es bei Santa eigentlich nochmal? Moment. Let's go have a look at the hall with all the rooms.
I'll go wherever you do, let's go, they quicken their pace. Weil ich glaube, vielleicht können wir das nochmal... Let Ace handle it? Können wir uns das nochmal mit... Back to... Mit Santa hier vielleicht durchlesen? Ne, there was no one to be seen. Schade. Okay, what next? Santa hat auch, glaube ich, wieder irgendwas Kryptisches hier einfach nur gesagt. Nee, ich glaube, es ging um Zero, oder? Dass er der Meinung war, dass Zero irgendwo hier auf dem Schiff sein müsste oder irgendwie sowas in der Art. Irgendwas war da. Ich weiß nicht mehr genau.